Ne, ziehen wir nochmal zurück. Jawohl. Da muss ich wahrscheinlich wieder hier rüber. Jop. Alles in Ordnung? Ich hörte seltsame Geräusche. Kein dauerhafter Schaden, danke. Oh. Aus Schreck habe ich gerade das Ding aktiviert, so ein Mist. Da ist ein weiterer Hebel in der Ecke dort. Kommt ihr daran? Ich versuche mein Bestes. Geschafft. Ihr seid dran. Kann ich in First Person spielen? Das wäre doch viel besser. You have to make a deal. Entschuldigung. Ich werde nie wieder über dieses Spiel jammern. Ich schwöre. Hier bin ich. Ich seh's. Zieht jetzt an eurem Hebel. Ich meine, ja, ich meine, wir können doch jetzt runter, oder nicht? An den komme ich ran. Ihr seid dran. Also theoretisch könnt ihr schon runter. Könnt ihr einfach hier lassen. Mein Spaß. Bleib dort! Hallo Monster! Oh Gott, Hammertypen! Die man auch einfach so besiegen kann, okay. Schlagen diesmal. Hey. Stör mich bitte nicht, wenn ich gerade Sand aus deinem Kumpel sauge. Hinter uns. Sollte das so sein? Wenn ja, dann hat er Mordskraft beim Schieben.
Ich glaube, ich muss die erst runterlassen, damit ich... Oder ist ja noch eine zweite Kiste? Zweite Kiste oder? Ah, nein, da unten ist noch eine Kiste, okay. Erstmal was trinken, so. Also ja, in diesem Spiel wird darauf angespielt, dass Wasser jede Wunden sofort heilt und gesund ist. Ich sehe gerade, bei der euch in der Aufnahme wird das ganze Bild anders angezeigt als bei mir selbst. Bei mir sehe ich nicht das Schlirren, so ein Hinterherschlieren, wenn ich die Kamera bewege. Jetzt hier auf der Aufnahme, also auf dem Video, auf der Leinwand von OBS sieht man es überhaupt nicht. Und ich bin erstmal reckless. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Nicht da rein, nicht da rein. Wie erwünscht. Ich will nur durch diese Kacktür. Okay. Kommt die über hinterher? Okay, kann das überspringen, alles klar. Wo sind wir? Das war des Sultans Bestiarium. Das Sultans Bestiarium. Oh Mann, schon wieder diese dicken. Oh. Das war jetzt unerwartet. Schon wieder so ein Teil. Seid vorsichtig. Und erstmal reckless sein, yeah. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Macht sich so viel Sorgen, Mann. Ich meine, ich soll doch froh sein, wenn wir drauf gehen. Wenn ich drauf gehe, dann kriegt sie nicht einen Deutschen, kann alles selber machen.
Du sollst da bitte dranbleiben. Ich sage dranbleiben. Jetzt geh doch mal da dran. Oh. Vögel. Wie haben die den Sandsturm überlebt? Die brauchten nicht zu überleben. Fahrer macht schon. Ein Spalt. Vor allen Dingen, sie quält da hinten durch den Spalten, kommt die wieder raus. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Da ist noch ein Spalt. Ich schau mal, wo der hinführt. Das sagenumwobene Bestiarium von Azad. Der Stolz des Sultans. Es war eines der Weltwunder. Als Kind träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen. Nun war es ein Ort des Schreckens. Eine verlassene Ruine, verwüstet durch den Sand der Zeit. Hier bin ich! Soll das hier zu sein? Ich weiß es gerade nicht. Komm ich hier irgendwo drauf? Hm? Ach ja, da ist er. Ah, verstehe, wo das hinführt. Blüten hier hochzukommen. So, jetzt. Erstmal wieder richtig hinsetzen. Warum auch immer er die Leiter nicht fasst, aber jetzt hat er es, glaube ich, verstanden, das Prinzip. Ich weiß nicht, für viele Charaktere in Spielen ist das Prinzip von Leitern echt ein Fremdwort. Da bin ich froh, dass es bei Dead Space 3 so gemacht wurde, dass man Leitern klettern musste. Hat er keine andere Wahl, als die Leiter zu klettern. Erstmal hier reingehen. Okay.
Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ich glaube, das versuche ich mal, mich dort fallen zu lassen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Kein Ding. Wenn ihr mir bis hierher geglaubt habt, so glaubt ihr mir vielleicht auch, dass mich das Mädchen auf unserem Weg durch die mondbeschienenen Ruinen immer stärker anzog. Meine Vernunft sagte mir, dass ich ihr nicht trauen sollte, da sie allen Grund hat, mich zu hassen. Sie schien eine treue Begleiterin zu sein. Ich gestehe, ich bin froh über die Gesellschaft des Menschen aus Fleisch. Mehr Viecher? Und wenn sie noch welche Wale hat, war sie gerade erledigt. Au! Alles gut, danke. Oh, das Sandbehälter erzeugt, jawohl. Und jetzt sind alle Gegner tot. Fantastisch. Du bist so, als würdest du das hassen. Pfui. Hey, da ist keine Tür. Stellt euch auf die Druckplatte, ja? Ich weiß nicht. Könnt ihr euch nicht durch einen Spalt oder so zwängen? Na super. Sie zwängt sich durch einen Spalt und wir dürfen die Schwerstarbeit machen. Also laut Vision hat er sich dort runtergedroppt. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ich muss ehrlich sagen, trotz den ganzen Fails komm ich doch recht zügig durch, Mensch. So, also laut Vision. Ne? So ist es nicht geschehen. Okay, die Vision hat gelogen. Ich warte hier. Hast du auch keine andere Wahl, oder? Bist du denn jetzt hingesprungen?
Alles gut, ich fall schon nicht runter. Auch nicht. Das war jetzt ungewollt. Ich schwöre. Da kam man dafür, dass ich gesagt habe, ich falle nicht runter. Ich falle doch runter. Sehr oft sogar. Ich muss ja irgendwie überdecken können, dass ich scheiße spiele. Vögel sind echt nervig, Mann.